Ihr seid niederer Abstammung. Und eure Ahnen dürften wohl kaum angesehene Leute gewesen sein. Wie ihr euch kleidet. Ganz wie gewöhnliche Arbeiter es tun. Sie hören alle gar nicht hin. Versuch es weiter. Genauso, wie ich es dir gesagt habe. Ihr seht sehr kräftig aus. Sicher seid ihr ein Bauer. Ein Adliger könnte sich Müßiggang leisten. Aha, ein Kleidungsverkäufer wahrscheinlich. Was soll das? Warum versucht ihr, mich zu beleidigen? Euer Atem riecht wie der Darmwind eines Ochsen. Euer letztes Mal dürfte von fragwürdiger Qualität gewesen sein. Ich habe eine Erklärung verlangt. Sagt mir, warum ihr das tut. Sonst werde ich böse. Eure Ideale sind oberflächlicher Natur. Und ihr besitzt wenig Geistesbildung. Eure Beleidigungen entbehren jeglicher Grundlage. Begründet eure Behauptungen oder hört auf der Stelle damit auf. Ihr verlangt zu Recht eine Erklärung. Vergebt meinem Diener. Ich wies ihn an, jemanden zu finden, der sich von bloßen Beleidigungen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Jemanden, der Achtung gebietet. Bewundernswert, wie ihr eine Rechtfertigung seiner Behauptungen verlangt habt. Jemanden wie euch haben wir gesucht. Erklärt euch bitte. Vor ein paar Tagen stolzierte ein Fremdländer in die Stadt. Jetzt sitzt er da wie ein gefräßiger Kormoran und pickt sich aus der Fülle unserer Gastfreundlichkeit heraus, was ihm gefällt. All unsere Versuche, ihn zur Mäßigung zu bringen, sind zwecklos. Und wenn es ans Bezahlen geht, dann zieht er fremde Münzen von zweifelhaftem Wert hervor. Er muss weg. Es kommen viele Fremde in die Stadt. Was ist so anders an ihm? Der Fremdländer ist kein Würdenträger oder reisender Kaufmann. Er ist eine Parodie zivilisierten Benehmens. Sogar gegen den Kaiser führt er Schmähreden. Oh, oh. Bislang ist er den höheren Beamten nicht aufgefallen. Vielleicht hielt man ihn irrtümlicherweise für ein Mitglied einer Schauspieltruppe, aber das wird nicht ewig so gehen. Wenn man Kenntnis von ihm erlangt, werden die Lotus-Assassinen davon hören. Sie werden wissen wollen, ob man ihm Unterschlupf gewährt oder ihn bei seinem Tun unterstützt hat. Für sie wäre der bloße Umgang mit ihm gleichbedeutend mit Schuld. Vielleicht sollte ich mal vernünftig mit diesem Fremdländer reden. Das ist ja gerade das Schlimme. Mit Vernunft ist ihm nicht beizukommen. Er schlägt irgendeinen Wettstreit vor, den wir nicht verstehen, und dann erklärt er sich zum Sieger. Einige unserer klügsten Köpfe haben sich mit ihm gemessen. Doch sobald sie ihn übertrumpfen, setzt er sein seltsames Feuerwerk in Gang und erklärt sie für geschlagen. Normalerweise gefällt es den einfachen Leuten, wenn man seinen Spott mit uns Denkern treibt. Aber selbst sie sind seine Gegenwart leid. Wenn ihr uns von diesem Quellgeist befreit, werden euch viele Leute dankbar sein. Dann werde ich lehren, unsere Kultur zu verspotten. Ich hoffe, ihr seid ebenso fähig, wie ihr entschlossen seid. Es sind schon andere an ihm gescheitert, obwohl sie seine Possen ebenso empörend fanden wie ihr. Er ist im Garten der Gelehrten, von wo ihn bislang auch stärkster Widerstand nicht hat vertreiben können. Bitte, ich hoffe, ihr erweist euch als würdiger Gegner. Okay. Da sind wir ja auf dem Weg hin. Da ist ein Schriftstück. Und wir werden diesen Widerling, den er beschrieben hat, im Garten der Gelehrten finden. Und da müssen wir ihn verschreiben. Schriftrollenständer. Musik und die Künste. Musik und die anderen Künste sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens im Jadereich. Wie in jeder wahrhaft zivilisierten Kultur können auch bei uns selbst die einfachen Menschen täglich in den Genuss von Musik kommen. Und nur die Musik des Jadereichs kann dieses ursprüngliche Verlangen wirklich befriedigen. Die niederen Völker der Barbaren, die um unser Reich herum leben, wissen nichts von wahrer Kultur, und ihr primitives Getrommel und Gejaule kann die Seele niemals so sehr verzaubern, wie etwa die Meisterwerke von Wasserschwalbe oder die herzzerreißende Tragödie von Fallender Stern. Allein aus diesem Grund ist es unsere Pflicht, als zivilisiertes Volk den weniger fortschrittlichen Völkern die Segnungen der Kultur und der Künste zu bringen. Aha, gut. Wir gehen weiter, Morgenstern.
dachte, da ist schon wieder was zu lesen. Hier sind bloß Leuchten. Hier ist was. Schild. Gästehaus. Ah, Gästehaus. Was ist denn hier? Habt ihr euch verlaufen, Bürger? Naja, was könnt ihr mir über diesen Teil der Stadt sagen? Über dieses Viertel? Nun, man nennt es aus verschiedenen Gründen die Goldene Straße. Es ist zweifellos einer der wohlhabenderen Stadtteile und gewiss einer der schönsten. Dieses Viertel ist die wichtigste Durchgangsstraße der Stadt. Am einen Ende grenzt der Garten der Gelehrten an, am anderen das Marktviertel. Dann gibt es da noch die Stadt der Toten, aber die meisten Leute meiden diesen Ort. Wer hält sich schon gern bei den Toten auf? Ein Totengräber? Keine Ahnung. Ich brauche Hilfe, mich zurechtzufinden. Dürftet ihr mich vielleicht fragen? Big Beantworter, könnt ihr sonst noch etwas erzählen? Ich fürchte, nein. Ich bin im Dienst und es ist überaus wichtig, dass ich mich voll auf die wenigen Pflichten konzentriere, deren man mich noch fähig erachtet. Oh, das kennen wir aber auch schon. Ein Kollege hat sich einmal zu einem netten Plausch, ehe nein. Er sich's versah. Ja, das kennen wir aber schon. Könnt ihr mir über diesen Schritt sagen? Ich brauche Hilfe, mich zurechtzufinden. In welches Viertel soll's denn gehen? Wie komme ich ich suche den Garten der Gelehrten. Das ist leicht zu finden. Geht in diesem Viertel einfach so weit nach Osten, wie ihr könnt, und nehmt den schmaleren Pfad den Hügel hinauf. Er führt an der Pagode der Schauspieler vorbei und dann direkt in den Garten der Gelehrten. Mhm. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Sonst noch etwas? Auf Wiedersehen. Dann geht eures Wegs und handelt euch keinen Ärger ein. Stets gern zu Diensten. Ja, dann würde ich aber jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Ja, dann würde ich mal aber kurz ins Gästehaus schauen. Ah, lässt sich im Moment nicht öffnen. Okay. Dann halt nicht. Die vielen Eindrücke auf der Straße sind wirklich überwältigend. Es fällt mir schwer, mich auf unsere eigentliche Aufgabe zu konzentrieren. Sollen wir darüber reden? Hier ist dann das Theaterhaus. Ah, okay. Sehr unspektakulär. Morgenstern. Hier ist noch was. Lesepult. Dieses Lesepult ist bedeckt mit Büchern, Papieren, allerlei Utensilien für ein Schauspiel. Aha. Schauspieler müssen wir nicht werden, denke ich. So. Sind wir... Jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg. Garten der Gelehrten. Da bin ich mal gespannt. Da ist sie. Ich habe nicht erwartet, dass ihr bis in die Kaiserstadt gelangen würdet. Bei eurer merkwürdigen Kampfausbildung. Ihr seid wohl doch ziemlich interessant. Das wusste ich natürlich schon, als ich euch gesehen habe. Ihr besitzt eine sehr starke Gegenwart. Warum drückst denn du dich so geschwollen aus? Ihr habt euch wieder umgezogen, Prinzessin. Wie seid ihr jetzt? Ihr wisst überhaupt nichts von Stärke. Ihr verstellt euch doch nur und reagiert nicht einmal. Wie soll ich euch anreden, Seidenfuchs oder Prinzessin Diane? Oberstes. Als die himmlische Lilie bin ich über jeden Verdacht erhaben, aber durch meine Dienerschaft eingeschränkt. Seidenfuchs kann überall hin und die Leute reagieren ganz ungezwungen. Mhm. Die Sache hat natürlich auch einen besonderen Reiz. Und ich gelange auf diese Weise an nützliche Informationen. Die Hand des Todes hat euren Meister Lee vor einigen Tagen zum Palast gebracht. Ich habe den Flieger gesehen. Er lag in Ketten. Offenbar ist er mächtig. Oder ihr seid es. Irgendetwas kam mir an ihm auch vertraut vor. Ich würde mal sagen, er ist dein Onkel. Sie fürchten ihn zurecht. Er ist Sun Li, der ruhmreiche Stratege. Er kommt euch vertraut vor, weil ihr verwandt seid. Er ist Sun Li. Anders kann euer Vater ihn auch nicht bändigen. Ich sag das Erste. Warum sagt ihr so etwas? Hat er euch das erzählt? Es tut mir leid, aber ich kann einfach nicht glauben, dass euer Meister Li der ruhmreiche Stratege ist. Es spielt keine Rolle, was ihr glaubt. Ich weiß es. Das reicht. Sun Li ist vor 20 Jahren gestorben. Es wurde verkündet, dass er und Prinz Qin, der dritte Bruder, bei der Verteidigung des Reiches fielen. Jetzt scheint es, als könnten sie Verräter gewesen sein. Ich habe das entdeckt, als ich nach Aufzeichnungen über die Hand des Todes suchte. Vielleicht hat er versucht, Sun Li und Sun Qin zu beeinflussen, bevor er meinen Vater verdarb.
aber es ist eigentlich nicht weiter wichtig, wer euer Meister ist. Ich könnte euch jetzt gleich zum Palast bringen, aber die Hand des Todes kontrolliert, was mein Vater zu hören bekommt. Wir brauchen Beweise gegen ihn, bevor ihr Erfolg haben könnt. Das klingt nach einem Plan, Seidenfuchs. Ich muss in den Palast kommen. Was muss ich dafür tun? Die Hand des Todes kann meinen Vater fast nach Belieben kontrollieren. Wir müssen seine Verbrechen unzweifelhaft belegen und seinen schändlichen Einfluss aufdecken. Und ich weiß auch wie. Gut. Zum ersten Mal seit Generationen wird nicht mehr an der Mauer gebaut. Die Arbeiter sind nun in Fabriken und bauen mächtige Kreaturen aus Stein und Lehm, die man Golems nennt. Oh oh. Die Hand des Todes könnte mit diesen geistlosen Wesen die Macht an sich reißen. Und mein Vater bemerkt nichts davon. Wir müssen bei den Lotus-Assassinen eindringen und Beweise für diesen Verrat finden. Entschuldigung, ich musste niesen. Ich habe gegen die Lotus-Assassinen gekämpft. Wie soll ich mich da bei ihnen einschleichen? Die Gruppe kann nicht klein sein. Reicht es nicht, sie einfach ausfindig zu machen? Mein Vater hat der Einrichtung einer Fabrik vielleicht zugestimmt, ohne zu bedenken, wozu sie benutzt werden kann. Wenn wir ihm einfach nur von meinem Verdacht berichten, wird er ihn als unbegründet abtun. Wir brauchen Beweise für die Absichten der Hand des Todes, und zwar aus dem Zentrum seiner Macht, der Festung der Lotus-Assassinen. Sie zu stürmen, wäre unmöglich. Also geht einfach hinein. Sie suchen Rekruten. Ich habe gegen einige von ihnen gekämpft. Sie würden mich bemerken. Konnte denn einer der Lotus-Assassinen, die euch gesehen haben, noch Bericht erstatten? Ich bezweifle es. Sie werden euch nicht als denjenigen erkennen, der in Tiens Anleger gegen sie gekämpft hat. Sie haben eine Beschreibung voller vager Vermutungen, nach der die Wachen auf gut Glück ein paar Leute anhalten. Außerdem rechnen sie mit einem Angriff. Nicht mit jemandem, der ihr Interesse auf sich zu ziehen versucht. Ich nehme an, dass ihr auch von ihren Aufgaben profitieren könntet. Seht ihr nicht eine gewisse Schönheit darin, ihre eigenen Rekrutierungsmethoden gegen sie zu verwenden? Ich finde, sie verdienen es so. Den Su, den Scharfsinnigen, können wir dann aber nicht mitnehmen, weil den kennen die auf jeden Fall. Wie soll ich das anstellen? Es gibt Gilden innerhalb der Lotus-Assassinen. Die Hinrichter suchen furchteinflößende Krieger. Die Inquisitoren sind subversiver und halten nach listigen Agenten Ausschau. Wenn ihr euch in der Arena beweist, werden sie euch bemerken. Meine Leute können Gerüchte über euer Interesse verbreiten. Der Hinrichter dürfte euch ansprechen, wenn ihr die Silberklasse für euch entschieden habt. Aha. Oder wenn euch das lieber ist, der Inquisitorenrekrutierer sucht auch neue Leute. Er könnte sich überreden lassen. Nee, dann machen wir das lieber über die Arena. Ihr wisst eine Menge über die Lotus-Assassinen. Wieso? Wieso wisst ihr was über Inquisitoren und Hinrichter? Die Hand des Todes führt die Lotus-Assassinen. Deswegen habe ich ein besonderes Interesse an ihren Aktivitäten. Ich konnte fast mein ganzes Leben lang Fragen stellen. Ihr zweifelt an meinen Motiven? Ich habe euch keinen Grund dazu gegeben. Wenn ich wollte, dass die Lotus-Assassinen euch finden, könnte ich ihnen einfach euren Namen mitteilen. Das stimmt. Ich werde sehen, was ich in der kaiserlichen Arena in Erfahrung bringen kann. Vielleicht sehe ich mir mal an, wie vernünftig diese Inquisitor ist. Ja, ich werde meine Leute verbreiten lassen, dass ihr interessiert seid. Sobald ihr die Silberklasse für euch entschieden habt, wird euch der Hinrichter anhören. Ich bin sicher, er wird ebenso von euch beeindruckt sein wie ich. Vielen Dank. Oder, wenn euch das lieber ist, bewerbt euch bei dem Inquisitor. Fragt den Gelehrten Don Gao im Garten der Gelehrten nach ihm. Wie ich gehört habe, steht Don Gao den Assassinen näher, als er sollte. Oh oh, Don Gao. Ich warte bei eurem Flieger. Oder ich kann auch mit euch kommen. Bevor ihr zu sehr die Orientierung verliert, sollten wir vielleicht absprechen, wie eng wir zusammenarbeiten. Aha. Ich möchte, dass ihr mich jetzt gleich begleitet. Morgenstern kann am Flieger warten. Nein, nein, ich nehme Morgenstern mit. Wartet am Flieger auf mich. Wir reden später weiter. Gerne. Ich freue mich schon darauf. Wir haben wohl eine neue, und sie verschwindet. Okay.
Okay, dass die Bewegung von Morgenstern war gerade sehr interessant. Nachricht von Prinzessin Lian. Morgenstern? Ja? Ich hoffe, wir haben die Zeit, einige wichtige Dinge zu besprechen. Du hast gerade so geblinkt. Ich möchte ihr gegenüber nicht undankbar erscheinen, aber die Gegenwart von Seidenfuchs bereitet mir Sorgen. Sie ist schließlich die Tochter des Kaisers und wir wissen nicht, welche Rolle er in Meister Lies Entführung gespielt hat. Können wir ihr wirklich trauen? Das ist ein gutes Argument, Morgenstern. Warum macht ihr euch Sorgen? Sie hat uns mehrfach ihren guten Willen bewiesen. Besser, wir haben sie hier im Auge, als sie, dass sie uns aus den Schatten heraus beobachtet. Ja, ich sage mal das Oberste, wobei beide eigentlich richtig sind, aber ich sage mal das Oberste. Euch gegenüber ja, aber nicht mir gegenüber. Ich glaube, sie sieht mich als Rivalin. Aber ich weiß nicht einmal, worum wir ihrer Ansicht nach kämpfen. Oh. Morgenstern, sie beneidet euch. Die Prinzessin? Die Tochter des Kaisers ist neidisch auf mich? Ich glaube, die Größe der Stadt hat euch ein wenig die Sinne vernebelt. Nö. Was könnte ich haben, auf das sie neidisch ist? Was könnte eine Frau aus den Grenzlanden haben, das die Prinzessin nicht hat? Ich glaube, das ist eigentlich egal, was du hast. In so einer Situation ist es, glaube ich, einfach das Entscheidende, dass du was hast, was sie nicht hat. meine Zuneigung. Was? Es tut mir leid. Das kam etwas unerwartet für mich. War euch das nicht klar? Ich habe euch oft genug mit Rat zur Seite gestanden. Ihr wart mir immer ein guter Freund. Aber ich wollte nie... Ich meine, ich konnte nicht... Nein, so einfach ist das nicht. Das ist mir zu unsicher. Ihr könnt mir so etwas nicht so ohne weiteres entlocken. Nicht, solange ihr jederzeit verschwinden könntet. Hä? Ihr fürchtet schon jetzt das Ende von etwas, das kaum begonnen hat? Woher kommt nur diese Zurückhaltung? Aber wir haben doch schon festgestellt, dass wir kein Zuhause mehr haben. Wie sollte ich da verschwinden können? Ja, ich könnte verschwinden. Was würdet ihr dann tun, Mädchen? Was wäre euch lieber, dass ich an euch gekettet bin? Ich werde nicht euer Sklave sein. ich zitiere das Erste. Ich fürchte schon jetzt das Ende von etwas, was noch kaum begonnen hat. Ich möchte mich und das, was um mich herum geschieht, so weit wie möglich unter Kontrolle haben. Verstehe ich. Seidenfuchs, oder wie auch immer sie genannt werden möchte, ist eine Unbekannte. Und wie soll ich Balance finden, wenn ich nicht weiß, wofür sie steht? Ihr und ich, wir reden und teilen unsere Gedanken, aber sie zwingt mich dazu zu bedenken, wohin das führen könnte, im Guten wie im Schlechten. Dafür bin ich einfach noch nicht bereit. Seidenfuchs zwingt euch also darüber nachzudenken, wohin unsere Gespräche führen könnten. Ich sollte mich wohl bei ihr bedanken. Niemand setzt euch unter Druck, außer euch selbst. Das sagt mehr als eure Worte. Okay. Das ja. Wagt das bloß nicht. Oh, ihr neckt mich schon wieder. Ich weiß einfach nicht, was ich mit euch anfangen soll. Ihr habt euch so sehr verändert, seit wir zwei Ströme verlassen haben. Aber du doch auch. Vielleicht habe auch ich mich verändert. Genau. Trotz all der Widrigkeiten, denen wir uns stellen müssen, fühle ich mich, als wäre eine Last von meinen Schultern genommen worden. Ich glaube, wir werden in Zukunft noch eine Menge zu besprechen haben. Ich freue mich schon darauf. Ich danke euch für euer Verständnis. Meister Lee hatte recht. Ihr seid etwas Besonderes. Okay. Andere Fragen? Gut. Was wollt ihr wissen? Ich glaube nix. Lauft nicht zu weit weg. Ich würde mich sonst sicher in der Stadt verirren. Nee, das können wir nicht zulassen. Du bleibst bei uns. Und jetzt spätestens sieht man, dass es ein BioWare-Spiel ist, wie auch die Mass Effect-Spiele. Denn man kann scheinbar hier auch Beziehungen eingehen. Und ich glaube, wir haben uns gerade aktiv für Morgenstern entschieden. Aber... Sieh an, wen haben wir denn da?
Diesmal ist keine Prinzessin in der Nähe, die euch retten könnte. Okay. Glaubt ihr, wir würden so etwas einfach vergessen? Uns demütigt man nicht so ungestraft. Euch werden wir lehren, die Wachleute der Kaiserstadt zu beleidigen. Oh oh. Springender Tiger! Am Morgenstern, die steht in Flammen. Bist du entbrannt, Morgenstern? Okay, hoffentlich hat das niemand gesehen. Ein Buch. Das fassbare Universum. Eine Entgegnung. Aha. Dem Gelehrten Shao Xiang ist der Kerngedanke im Argument der Philosophen wiederum entgangen. Wir möchten weder die Entwicklung hemmen, noch Leute davon abhalten zu lernen. Philosophen liegt daran, so viel wie möglich über ihre Welt zu erfahren. Wir streben allerdings danach, das Werk des Himmlischen in der stofflichen Welt zu erkennen und jenen entgegenzutreten, welche die Tradition der Vergangenheit achtlos beiseite schieben, nur weil sie ihnen unbequem oder altmodisch erscheinen. Das Lernen von Neuem und der Respekt für das Alte müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Wir versuchen lediglich, auf eine Weise zu lernen, welche die himmlischen Wesen nicht entehrt, die uns unser Leben geschenkt haben. Mhm. So, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch nach diesem Typen hier Ausschau halten. Der hier zu Unrecht irgendwie rumsitzt. Schriftrollenständer. Konfiguration der Schlange. Aha, sehr schön. Gelehrter Dongo. Ah, das ist der mit dem Inquisitor. Vase. Ah, okay. Gelehrtenjuwel. Philosoph. Okay, soll ich mit dem Dongo mal reden? Ich rede mal mit ihm. Willkommen, werter Freund. Es ist noch ein wenig zu früh für die Belehrungen, doch euer Eifer gefällt mir gut. Über die Sitzordnung braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Diese lästigen Philosophen haben dafür gesorgt, dass nur sehr wenige Leute zu den Belehrungen kommen werden. Hm. Könnt ihr mir sagen, wo ich den Inquisitoren rekrutiere finde? Was? Was? Was für eine Frage. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt, aber es wäre wirklich nett, wenn ihr solche Fragen nur sehr leise stellen würdet. Okay. Keiner hier vermutet, dass ich etwas anderes sein könnte als ein übereifriger Gelehrter, und so soll es auch bleiben. So, ihr wollt also etwas über den Rekrutierer wissen. Mhm. Ihr habt doch eine Flugmaschine, nicht? Ja, ich weiß davon. Geht zurück zum Landeplatz. Jemand wird euch dort treffen. Okay. Warum sollten wir uns dort treffen? Woher weiß ich, dass das keine Falle ist? Wenn die Lotus-Assassinen euch töten wollten, wäre euer Leben vorbei, bevor ihr euch einer Gefahr bewusst wäret. Warum sollten wir uns dort treffen? Es ist ein öffentlicher Ort, aber wenig besucht. Das gemeine Volk ist auf dem Landeplatz nicht gern gesehen, also gibt es dort kaum Gelegenheit, einen Spion zu verbergen oder einen Hinterhalt. Mhm. Genug jetzt. Ich habe euch alles gesagt, was ihr wissen müsst. Ich will nicht riskieren, entdeckt zu werden, nur damit ihr euren Willen bekommt. Okay, du bist ein komischer Typ. Naja, wir haben bekommen, was wir wollten. Ich hoffe nur, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Wir sollten zur Libelle zurückgehen und den anderen sagen, was los ist. Ah, ich habe mich jetzt wohl hier für diesen Inquisitor da entschieden. Philosoph. Wer Frieden, Harmonie und Balance findet, entdeckt wahren Reichtum. Aha.